Ich würde sagen 3, 2, 1, Intro. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier im Kanal. Der Daniel und ich quatschen heute über die... eine Fantasiekamera, die Canon EOS R1, die hoffentlich kommen wird als Nachfolger für die 1D X Mark III, genau. Viele Rumors oder... ja, Rumors, so viele gibt es noch gar nicht, nein. Aber ein paar gibt's. Genau, viele Fantasien der Profis da draußen. Genau. Ja, und wenn euch das interessiert, schaut weiter. Wie viele von euch wissen, wurde ja jetzt die neue Sony A1 vorgestellt. Eine richtige Profikamera. Und deshalb wollen wir auch mal über eine Kamera sprechen, die es noch gar nicht gibt. Die Canon EOS R1. Ein paar Rumors gibt es schon. Aber ja, mir geht es einfach mal, oder uns geht es mal darum, was soll diese Kamera haben? Was, Stefan, was erwartest du dir denn von so einer Kamera wie der R1? Ja, ganz spannend. Mit der R1 dringen wir in Profisphären vor. Ich kenne niemanden, der sich hobbymäßig eine Canon 1DX Mark III oder eine Nikon D6 einfach so mal kauft. Vor allem ist das auch eine ganz andere Nutzergruppe. Die nimmt man nicht mit in den Urlaub, die nimmt man nicht einfach mal so mit in die Stadt, wie auch immer, weil die ist groß, die ist schwer. Deswegen, von den Bodies her, wäre das meiner Meinung nach oder erwarte ich mir, dass die Entwicklung in eine andere Richtung geht. Bei den spiegellosen Systemkameras sehen wir ja, dass gerade bei Sony, aber auch bei Canon und Nikon, dass der Body eher kleiner wird. Ja. Eher kleiner, handlicher. Das soll man mitnehmen in den Urlaub, zum Städtetrip, wie auch immer. Ich glaube, die Erwartungshaltung an eine neue Canon EOS R1 wäre das Gegenteil, und zwar, dass sie mehr in Richtung dieses DSLR-Feeling, 1DX Mark III, Nikon D6-Feeling geht. Ja. Das muss man in die Hand nehmen und dann muss man merken, das ist eine Profikamera. Ja. Das muss man aus einem Kilometer Entfernung, muss der Body schreien, ich bin eine Profi-DSLM. Ja, schon cool. Aber überspitzt formuliert. Ja. Na, aber es stimmt vollkommen. Ist so, also das muss man spüren, das muss man sehen. Wenn es schüttet, schneit, die kann mir runterfallen auf den Boden, der passiert nichts. Die muss sich hochwertig anfühlen, von hinten bis vorn. Und die muss eine gewisse Größe haben, genügend Knöpfe für alle Funktionen. Wir beide kennen, und da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, wir kennen ein paar Fotografen, die auch mit diesen größeren Modellen arbeiten. Berufsfotografen, alles natürlich. Genau, ja. Die eine 1D X Mark III haben oder eine Nikon 6D. D4, D5, D6. D6, mein, ja. Und... ja, die haben auch schon, mit denen haben wir auch öfters gesprochen, dass die nicht auf die kleinen Spiegellosen umsteigen wollen, weil die tun so, als ob jetzt eine R5 ein Spielzeug wäre. Genau, das also war jetzt überspitzt auch. Ganz spannende Aussage, ja. So, fühlt sich an wie Spielzeug. Ja. Also da muss mindestens noch ein Batteriegriff und sonst was ran. Und genau so Leute wollen eine R1. Und ja, also Haptik. Ganz klar, geht in die andere Richtung, weg von diesem kleiner, handlicher, sondern das muss schon Bums haben, groß. Also die ist quasi schon mit Batteriegriff natürlich genau. Gebaut, mit einem größeren Akku drin, dass auch die Akkuleistung sehr lange hält, erwartet man sich dann. Aber was muss sie denn noch so können, Weil du jetzt gerade sagst, integrierter Batteriegriff oder dass man auch hochkant quasi von Haus aus damit fotografieren kann, Konnektivität wird ein ganz großer Schlüsselfaktor sein, und zwar muss die dann schon im Body integriert sein. Da braucht man dann keinen Batteriegriff um 1.100 oder 1.000 Euro zusätzlich, um die WLAN-Konnektivität zu verbessern. Das muss dann im Body schon Platz haben, meiner Meinung nach. Dass da schon absolutes Top-WLAN mit langer Verbindung, also Reichweite vorhanden ist. Natürlich die neuesten Standards. Wichtig ist bei solchen Kameras auch, dass ein integrierter LAN oder Ethernet-Port drin ist. Das haben diese Profimodelle am Spielfeldrand. Kann dann fotografiert werden mit einem längeren LAN-Kabel, direkt schon zur Redaktion an den PC überspielt werden. Geht theoretisch auch mit USB natürlich, nur USB-C oder USB
3.0 war auch schon von der Distanz limitiert, ja, zu einem gewissen Grad, und das ist mit einem LAN-Kabel besser und deswegen haben die auch LAN-Ports teilweise, ich glaube, integrierte FTP-Funktionen. Ja, stimmt. Man hat auch eine R5 zu einem gewissen Grad, aber meistens war das so, dass es bei der 1D-Serie von Canon noch besser verwendbar war oder eingestellt werden konnte, ja, individueller. Und also so Sachen halt, FTP, LAN, schnellstes USB natürlich. Mhm. Was wir nicht erwähnen müssen, sind zwei Speicherkartenslots, die sind standardmäßig. In dem Fall sind es wahrscheinlich dann CF Express Speicherkartenslots, zweimal, ganz genau. Zweimal. Und ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, interessant würde ich auch finden, wenn sie 4K mit 240p hätte. Stimmt, weil die 1DX Mark III war ja von Canon immer das Flaggschiff, auch was Videoaufnahmen, mhm, und so weiter betraf, und hier wird Canon noch eins draufsetzen müssen. Ja, also mindestens Full HD mit 240 mit Top-Qualität. Ja. 4K 120 muss ich gar nicht erwähnen, das kann die R5 ja auch schon. 240 wäre halt richtig so ein, ja, 4K 240 wäre wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal, das es aktuell kaum gibt. Ja. Und natürlich alles 422, 10-Bit, ja, RAW am besten. Vielleicht zum gewissen noch andere Ausgabeformate, also unterschiedliche Ausgabeformate, die, ja, man einstellen kann, logischerweise. Also mit jetzt H.264, H.265, eventuell, ja, ProRes hat Canon leider, nein, nur bei den Cinema-Kameras immer. Ich glaube nicht, dass sie das integrieren werden. Ja. Das ist so das Alleinstellungsmerkmal, aber C-Log 3, genau, integriert. Das, einfach damit der Dynamikumfang dann auch mit den Sonys mithalten kann. Weil es ist, das habe ich jetzt oft bei der R5 mitbekommen, dass da oft auch die Videofunktionen miteinander verglichen werden. Und obwohl die R5 einen guten Dynamikumfang hat im Fotobereich, ja, grenzt dieses C-Log1 diesen Dynamikumfang enormst ein. Okay. Und da schneidet sie im Vergleich immer viel schlechter Sony ab. Ja. Und dass sie da halt C-Log3, mhm, natürlich mitliefern bei der R1, das erwarte ich mir auf jeden Fall. 8K... Ach, wird sie wahrscheinlich nicht haben wegen den Megapixeln. Nein, ja, das stimmt. Das wäre auch schon der nächste Punkt. Der Sensor, es gibt ja Gerüchte, dass, ja, Canon mit einem neuen 20-21 Megapixel Sensor. Stimmt, auf umgeht. Canon Rumors wird das berichtet. Genau. Und die sind eigentlich, die haben relativ oft recht mit ihren Rumors. Ja, ich weiß nicht, wer die Quellen sind, die scheinen, ja, aber verlässlich zu sein. Also da hat man dann auch downsampled 4K für, ja, Video. Und sicher einen sehr rauscharmen Sensor bei 20, ja, Megapixels hat man, bei der R6 sieht man das schon, aber natürlich toppen sie das auf jeden Fall. Und ja, klar, keine Überhitzung nirgendwo, das darf sich so eine Kamera nicht erlauben. Nein, sollte aber vom Body her auch machbar sein, wenn, ja, der größer ist, dicker, also mehr Platz. Auf jeden Fall. Auch mehr Platz, um das ordentlich zu designen. Ja. Von der Hitzeentwicklung und von der Wärmeableitung. Es gibt auch das Gerücht, dass es einen neuen Quad Pixel AF, genau, geben soll. Den hat sich Canon im letzten Jahr, glaube ich, patentieren lassen. Ob der kommen wird oder nicht, das steht in den Sternen. Das aber ist die Frage, was der genau kann. Ja. Also wir haben ja jetzt hier über den Dual Pixel AF drin, der schon sehr gut funktioniert. Quad Pixel AF, das sind dann wird man auf sich, vier Ebenen oder was? Ja, das wird man sich ansehen müssen. Ja, aber der wird einfach Details schneller, besser, zuverlässiger. Ich erwarte mir, dass er bis zum Bildrand geht in alle, ja, Richtungen, weil das haben die aktuellen noch nicht. Die gehen zwar schon, ich glaube, in die Breite bis 90%, aber ja, dass das komplette AF-Feld bis zum Rand geht, mhm, und du Frame, hast, ja? Ja, Framerate. Framerates oder sagen wir Serienbildfunktion, ja, wird sicher sehr schnell sein. Ich meine, das ist bei der R5 und bei der R6 ja schon elektronisch 20, ja, Bilder, mechanisch 12. Die A1 hat das jetzt getoppt mit 30 Bildern, jedoch nur elektronisch. Die kann mechanisch nur 10, ja, okay, also eigentlich langsamer als die R6, R5. Aber ich glaube, da hat Canon immer schon sehr schnelle Serienbild Geschwindigkeiten bei der 1er-Serie, das werden sie sicher nochmal toppen, was die, mhm, R5 oder R6, ja, da kann, mit einem sehr großen Buffer und natürlich kein Blackout im Sucher. Genau,
Vom Sucher her hat Sony ja vorgelegt, Canon müsste nachziehen. Die haben auch mit einem 9 bzw. 10 Millionen Pixel Ja, die haben Sucher. Jetzt einen sehr hoch aufgelösten Sucher. Da haben wir noch vor kurzem geredet, dass die R5 mit den 5... Über 5 Millionen Pixeln. Ja, schon sehr gut ist. Ja. Und 240 Hertz hat der Sucher. Das ist einfach bei Action wichtig angeblich. Auch wenn eigentlich, habe ich heute auch nochmal nachgelesen, so gesagt wird, über 100 Hertz kann das Auge gar nicht mehr unterscheiden. Ist dann, aber, wird auch interessant in Kombination mit der Akkulaufzeit natürlich. Genau. Denn je höher die Herzanzahl, desto mehr Akku zieht ja logischerweise. Schon, vor allem mit den 9 Millionen Pixeln. Und du hast einen ganz interessanten Punkt noch erwähnt, das habe ich überhaupt nicht gehört, Global Shutter. Wird gerumort. Das wird immer wieder mal irgendwo geschrieben, gerumort. Wie das aussehen wird und sonst was. Also da geht es vor allem auch um die blitzsynchronen Zeiten, was ich so weiß, dass da keine Limitierungen mehr sind, weil der Shutter dann komplett global, also da gibt es nicht einen First Curtain, Second Curtain. Ja. Habe ich selbst noch nie mit gearbeitet. Muss ich ehrlich sagen, auch mich viel besser einlesen, um da richtig fundierte Infos zu geben. Aber das wird immer wieder geschrieben, auch bei den Sony Rumors, dass da mal ein Global Shutter kommt. Bei Canon, das werden die Top Modelle sein, weil das gibt es teilweise ja bei den Mittelformat-Kameras und da warten irgendwie viele der Rumor-Seiten drauf. Mhm. Das kann es sein. Ganz interessantes Detail noch vom Zeithorizont, das ist jetzt unsere Einschätzung. Andere sagen, die Canon EOS R1, so auf Canon Rumors, die wird 8K haben, dann braucht sie aber, wenn sie 8K hat, auch einen dementsprechend hochauflösenden Sensor wie die R5. Ja. Dann wird es kein 21-Megapixel-Sensor, sondern der braucht dann das Doppelte, damit wir bei den 8K landen. Und angeblich wird Canon in der zweiten Jahreshälfte hier mehr dazu sagen. Das hängt damit zusammen, dass ja im nächsten Jahr dann, beziehungsweise dass die Olympischen Spiele irgendwie anstehen. Genau, die Einsatzserie ist immer so typisch für die Olympischen Spiele, dass die rauskommt. Dieses Jahr haben sie so getan, als ob die R5 dafür gelauncht wurde, weil die Olympischen Spiele wurden ja verschoben. Genau, wo ja auch jetzt die Frage ist, ich meine, sie haben jetzt zwar gesagt, die finden statt, aber schauen wir mal. Gell? Und das laut Canon Rumors hängt die Veröffentlichung mit der R1 auch mit den Olympischen Spielen ein bisschen zusammen. Und ganz persönlich muss ich sagen, mir wäre lieber ein 30-Megapixel-Sensor, wenn möglich, weil das für mich so ein gewisser Sweet Spot ist. Die 45 der R5 brauche ich überhaupt nicht. Man sieht doch nicht den Unterschied zwischen den 30 und 45, sage ich mal. In den Details. So richtig brauchen tut man es nicht. Das haben wir auch im Vergleichvideo zur Z6 II gesehen. Wenn man reinzoomt und wenn man sie runterrechnet, sehen sie sehr ähnlich aus. Also vielleicht gehen sie doch eher in die Richtung, würde ich hoffen, weil da hätten sie auch noch vom Buffer keine Probleme oder sonst was. Und man sieht ja bei Sony, dass die auf 50 gingen mit ihrem Topmodell, was mich eigentlich gewundert hat. Weil die A9 und A9 II hatten ja auch viel weniger. Die hatten weniger, genau. Ich glaube 24. Als Sport. Ja. Sportbiest. Mal schauen. Genau. Das war's, glaube ich. Ja. Hast du noch ein Ding? Nee, das war's mal. Weil ich finde das ganz spannend. Ganz viele neue Technologien, wo man sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, neue Sachen hat, in die man sich einlesen muss. Ganz spannend. Und doch eine Sache vielleicht noch, die ich jetzt vergessen habe, erst zu erwähnen, ist, ich glaube, die werden sehr viel beim elektronischen Verschluss weiterentwickeln. Ja. Weil das ist so ein Thema, da hatte ich auch beim anderen Video ein bisschen eine Diskussion jetzt drunter, bei der R5, der Unterschied zwischen elektronischen Sucher, mechanischen Sucher oder den Sucher, wo der erste Vorhang elektronisch ist, der zweite mechanisch. Verschluss? Oder Sucher, ja. Da ist der Vorhang eigentlich. Der Vorhang. Ja. Nee, weil du gesagt hast, elektronischer Sucher. Ach, Sucher, nee, Verschluss meine ich, Entschuldigung. Ja, passt. Und so wie die Sony hat anscheinend das sehr viel weitergetan bei der A1 jetzt. Und das wird schon eine sehr interessante Sache werden, weil zum einen der Verschluss verschleißt nicht so schnell natürlich. Ja. Vor allem, wenn man irgendwie Hyperlapse-Sachen oder Timelapses macht. Und zum anderen, auch bei gewissen Sportarten, sollte extreme Ruhe sein oder auch bei Presseveranstaltungen oder sonst was, man hört die dann nicht mehr klicken und dass die da viel weiterentwickeln werden, dass es mit dem Flicker oder mit dem künstlichen Licht keine Probleme mehr geben wird. Dann auch mit diesen Verzerrungen bei schnellen Bewegungen. Ja. Das ist immer ein großes Thema bei Golfschlägern und so weiter.
vor allem, oder bei schnellen Sportarten, wo der Ball dann verzerrt wird. Und dass sie da einfach sehr, da glaube ich, das ist ein Punkt, wo die dran arbeiten, auch bei diesen absoluten Profikameras, die auch im Sportbereich eingesetzt werden, weil man kann damit auch noch viel schnellere Belichtungszeiten hinkriegen. Ja. Also da ist man nicht so, wie man jetzt bei der R5 auf ein 1/8000stel begrenzt, sondern kann man noch viel kürzer belichten. Und das hat auch im Sportbereich viele Vorteile natürlich. Ja, das glaube ich, kommt noch. Spannend. Ja. Ganz viele neue Sachen, ganz viele neue Dinge. Wenn ihr einen Wunsch frei habt, was würdet ihr euch von dieser Kamera wünschen? Was soll sie haben? Was braucht sie? Genau, vielleicht kommen da Sachen, an die wir jetzt überhaupt nicht gedacht haben. Genau. Kann sehr gut sein. Ja, ganz spannend. Also von unserer Einschätzung 20, 21, 30 Megapixel bis hin zu anderen Rumors mit 8K, also ergo 40, 45 Megapixel. Ja. Könnte alles sein. Also, rein damit in die Kommentare. Das würde uns freuen. Ja, viel Spaß bei der Diskussion. Genau. Abo da lassen. Bitte. Und viel Spaß beim Fotografieren, Kommentieren, Videos schauen. Bis bald. Ciao. Okay.